Moin zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist das legendäre Fragen und Antworten Video dran. Ich glaube, ich habe über 30 Fragen zugesendet bekommen. Ich habe schon die ein oder anderen vorher gesehen und muss sagen, dass da schon die ein oder andere spannende Frage dabei ist. Aber ich würde sagen, wir starten damit auch direkt mit der ersten Frage rein, nämlich dein Lieblingsvideo auf deinem YouTube-Kanal. Das kann ich euch ganz klar sagen, sind so 1, 2, 3 Stück. Platz 1 ist auf jeden Fall den New Error, wo ich am 30. Oktober hochgeladen habe. Da habe ich halt erklärt, dass alles mit Schulabbruch, wie es in der Zukunft weitergeht und alles. Platz 2 würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar die Wir bauen sein Traum-Gaming-Setup-Reihe mit Popbox, wie wir sein Setup geupgradet haben. Hat auch extrem Spaß gemacht, alles aufzunehmen und hier auf jeden Fall gerade auch die Videos verlinkt. Muss ich ehrlich sagen, sind extrem krass geworden, genauso wie das PC-Bau-Video. Genauso muss ich aber ehrlich sagen, dass ich das Video 24 Stunden lang mit der einen Online-Website der Geld verdienen auch mega nice fand, vor allem zu drehen. Ich weiß, es war ein gesponsertes Video, aber irgendwie war es schon nice, so 24 Stunden wirklich durchzuziehen und sich wirklich ranzuhalten an einer Webseite. Sind am Ende nur 12 Euro bei Runden rumgekommen, aber hat eigentlich Spaß gemacht aufzunehmen. Als zweite Frage ist nun mal auch direkt, kannst du mal deine Agentur genauer vorstellen? Auf jeden Fall, meine Agentur heißt Marvin Design. Worum es da genau geht, eine Medienagentur. Das heißt einmal Social Media Management, dass wir andere Kanäle von Unternehmen managen und dort Beiträge aktiv hochladen, managen, denn Community Interaktionen drum und dran. Zweites wäre auf jeden Fall sowas wie Google Ads, Facebook Ads, dass wir einfach Werbung schalten. Als drittes wäre die Videoproduktion, dass wir aufnehmen mit Kameras, genauso aber auch das ganze Inhalt entschneiden. Zum vierten die Website-Erstellung, woran ich auch gerade an sehr vielen Projekten bin, vor allem auch für mich selber, weil ich will auf meine Medienagentur schaffen, dass ich die beste Webseite in so einem Bereich bereitstelle. Und ich muss sagen, gerade sind wir gut dabei, aber das dauert noch ein bisschen, bis sie denn veröffentlicht wird. Er erfährt nur auf jeden Fall mehr in meiner Insta-Story. Dafür auf jeden Fall meinen Instagram-Kanal MarvinL abonnieren, hier auch gerade nochmal eingeblendet. Als viertes bieten wir SEO-Optimation an, wenn ich ehrlich sagen muss, ich überlege diesen Punkt rauszunehmen, weil da bin ich jetzt nicht 100% der Profi drin und es ist auch eine relativ langweilige Arbeit, muss ich ehrlich sagen, weil man da immer testen muss, ist die Seiten-Speed jetzt optimal, passen die Keywords, passen die Verlinkungen und alles. Dem bieten wir natürlich noch klassische Medien an, das bedeutet, dass wir Flyer stellen, Logos eher weniger stellen, aber Flyer, Broschüren, Kampagnen und alles drum und dran. Und als letztes dennoch die Beratung und Strategie. Das gehört eigentlich zu den ganzen dazu, dass wir einfach den Kunden beraten, was er am besten von welche Services er machen kann und alles, wie er am besten nach oben kommt und dabei auch noch so gut wie möglich auch noch Geld spart. Weil ich sag mal, wenn wir die Services anbieten, sollten wir uns natürlich bestens damit auskennen. Das nächste ist die Frage, dein Lieblingsgetränk. Hier steht es auch schon, auf jeden Fall Red Bull. Und darauf öffnen wir das erstmal mal. Ich muss sagen, der Geschmack wirklich ultra geil. Die Standard-Edition ist nicht meine Lieblings-Edition. Die weiße, die lila und die neue Winter-Edition, welche war das gerade? Feige Apfel sind auch sehr, sehr geil. Aber ich mag das Getränk einfach. Einmal, weil es sehr gut schmeckt. Zweitens, weil es sprudelig ist. Und zum dritten, weil es dir einen leichten Energieschub gibt. Bei mir ist es eher jetzt weniger, weil ich schon an den Koffein und alles so hart gewöhnt bin. Aber trotzdem, für andere ist es noch ein Energieschub. Die vierte Frage wäre dann auch schon, hast du vor, was du aktuell machst, später als Hauptberuf zu machen? Ich meine, das später kann man eigentlich streichen, weil ich mache schon eigentlich als Hauptberuf. Mein Hauptberuf ist gerade meine Medienagentur und YouTube versuche ich gerade nebendran so aufzubauen, dokumentieren, was ich alles so erreiche. Vielleicht auch bald schon Tipps und Tricks geben, wie man zum Beispiel Kunden gewinnt, wie man zum Beispiel ein Video editet und sowas. Aber ich suche mir auch gerade einen Videocutter. Weil ich sag mal, so ein Video, das ist vielleicht nicht, aber andere brauchen so ungefähr 15 bis 20 Stunden zu cutten, weil ich will die einfach on top haben, so richtig geil geschnitten. Aber weil es halt super viel Zeit frisst und ich jede Woche eins hochladen will, zudem auch noch die Shorts, weil mein YouTube-Ziel nächstes Jahr sind die 25.000 Abonnenten, suche mir da einen YouTube-Cutter, der die mir den cuttet. Also falls einer von euch dabei ist, meldet sich gerne mal bei Instagram oder per E-Mail, beides gerade hier eingeblendet. Die nächste Frage ist, wie teuer war dein Gaming-Zimmer? Ich sag mal, ich habe die Rechnung vom letzten Jahr, da waren es, wenn ich mich gerade erinnere, 11.600 Euro, ist auf jeden Fall viel dazugekommen, deswegen schätze ich, sind es gerade so um die 13.500, ja, das kommt so ungefähr hin, auf jeden Fall eine Menge Geld, aber man muss auch denken, das habe ich mir über 4-5 Jahre lang aufgebaut und wenn es ein Hobby ist, finde ich, kann man da auch sein Geld reinstecken, besser als in Alkohol und Drogen und sowas. Die nächste Frage ist, hast du eine gewisse Größe, die du auf YouTube erreichen willst? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, nächstes Jahr habe ich ja schon gesagt,
sollten eigentlich, finde ich zumindest, also mein persönliches Ziel, sind die 25.000 Abonnenten, gern noch mehr. Ich weiß auch schon relativ genau, wie ich das Ganze denn machen werde. Mein All-Time-Ziel, ja, eigentlich so viel, wie es nur geht. Ich sag mal, ich habe eh vor, nächstes Jahr dann auch Englisch zu lernen. Also ich kann schon Englisch, aber meine Aussprache ist halt für den Müll. Und deswegen Englisch lernen, dadurch, dass ich dann auch noch englischen Content hochladen kann auf einen neuen Kanal. Ich sag mal, All-Time-Ziel sollte eigentlich, klingt das natürlich übertrieben, aber der goldene Play-Button, der goldene sein. Das wären die 1 Million Abos, natürlich noch ein sehr langer Weg, aber wenn man es so fragt, wegen Ziel und gewisse Größen natürlich, so viel wie man will, aber so 1 Million ist eigentlich schon ein ganz großes Ziel. Natürlich sind 100.000 auch ein sehr großes Ziel. Die nächste Frage ist, wieso hast du die Schule abgebrochen? Ich sag mal, ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas gegen das Schulsystem in Deutschland. Einmal im Ranking ist es nur auf Platz 16, soviel ich weiß. Ein Platz hinter der USA. Darum geht es aber erstmal gar nicht. Nämlich geht es mal darum, dass man in der Schule lernt, wie man ins System reingebaut wird, also von Deutschland. Also man geht in die Schule, dass man lernt, ja, ich brauche Abitur, ich brauche Universität, dass man am Ende Angestellter ist und da dann Mittel, also so Mittel würde ich sagen, dafür verdient, dass man irgendwie, keine Ahnung, 18 Jahre lang eine Bildung war. Und dann verdient man Mittel, dann wird man aufgestockt auf gut und dann kommt auch schon wieder die Rente. Und aus dem System wollte ich einfach raus, weil wenn man jetzt eine Agentur gründet und insgesamt so Unternehmer gründet und dafür verantwortlich ist, was man verdient und nicht, sage ich mal, eine Chef oder so jemand, dann braucht man natürlich auch keinen Abschluss, weil Elon Musk hat das auch schon gesagt. Er selber braucht keinen Harvard-Abschluss, seine Angestellten aber schon. So ähnlich hat er was gesagt. Ich sag mal, ich habe in meinem Video die New Era auch schon genauer erklärt, wieso und weshalb. Also lohnt sich das auf jeden Fall anzuschauen. Die nächste Frage wäre dann auch schon, bist du froh, dass du die Schule abgebrochen hast? Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt, 2 Monate jetzt schon später, heute glaube ich genau 2 Monate her, muss ich ehrlich sagen, bin ich froh drum. Auch wenn ich es bis jetzt noch nicht 100% realisiert habe, dass ich jetzt nie wieder in die Schule gehe, weil das kam jetzt nicht ultra plötzlich, aber von da, wo ich die Idee vorgestellt habe, bis es dann soweit war, verging ungefähr 1 Monat, also würde ich schon sagen, relativ schnell, obwohl man die ganze Zeit auch im Kopf hat, ja, nach der 13. ist ein Schluss. Froh bin ich bisher, gab auch schon einige Fortschritte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Ziele, die ich bisher gesetzt habe, nicht direkt erreicht habe, aber ich sag mal, ja, ist eigentlich normal gelaufen. Und ich war auch insgesamt, glaube ich, von den 2 Monaten jetzt auch 2 oder 3 Wochen krank. Keine Ahnung, wieso ich die letzte Zeit so oft krank werde, wahrscheinlich wegen der Maske und sowas, weil die nicht mehr da ist. Die nächste Frage ist, Meinung zu Andrew Tate? Eine sehr spannende Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten sollten von euch kennen, einen Multimilliardär, glaube ich sogar, bin ich, obwohl Milliardär ist er, glaube ich, schon, sonst Millionär, der auf Social Media überall weggesperrt wird, wegen seiner Meinung gegenüber Frauen und alles drum und dran. Ich sag mal, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man natürlich nicht unterstützt, seine Meinungen zu Frauen und sowas. Wenn es jetzt aber um das Thema geht, Geld verdienen und Business, muss man das Andrew Tate lassen, dass er ein ultra schlauer Mensch ist. Er hat auch jungen Leuten alles gezeigt, dass man Disziplin braucht und sowas halt. Und hat es nicht, sag ich mal, eine Plattform mitgenommen und hat gesagt, ja, macht einfach mal, macht, juckt ja eh nicht. Sondern er stellt Fakten auf den Tisch, tut klar was sagen. Und ich meine, der Fakt einfach, dass er seinen eigenen Teamsong hat, spricht schon für sich. Und insgesamt auch das mit der Akademie, eine Art, wie er es gemacht hat, die Hustler Community heißt es, glaube ich. Dass man das mit so einem Affiliate-Programm und alles, ist halt eine mega schlaue Idee und natürlich ein super krasser Business-Move. Aber damit auch schon zur nächsten Frage, bist du vegetarisch oder vegan? An der Stelle muss ich sagen, dass ich jetzt, ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der vegetarisch oder vegan wird. Ich bin einfach ein geborener Fleischfresser, liebe das einfach, es schmeckt wirklich gut, tue ich auch gefühlt jeden Tag essen. Natürlich kann man das noch eingrenzen, aber ich meine, wenn es schmeckt und ich bin jetzt eh nicht so der Fan davon, von so Ergänzungsmittel für Vegetarier, sowas, dass man extra so vegane Proteine und sowas zu sich nimmt und vor allem, wenn man auch ein bisschen breiter aufbauen will, bin ich jetzt noch nicht, aber trotzdem, wenn man das aufbauen will, ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man Fleisch und sowas isst, aber ich meine, allein schon der Fakt, dass man es genießt, finde ich, ist für mich, dass es ist. Natürlich kann man später auch noch darauf achten, wenn man ein bisschen mehr Geld beiseite hat, dass man darauf achtet, dass das alles auch fair erwirtschaftet wird, aber ich sag mal, solange man es nicht das ultra schlechte Fleisch kauft, wo die Tiere 100% Massentierhaltung ist, ist eigentlich auch egal. Auch wenn ich an der Stelle wieder sagen muss, dass ich jede Woche in Mc's gehe, wo man wahrscheinlich die schlechteste Qualität an Fleisch bekommt, die es nur gibt. Die nächste Frage ist, was ist dein größtes Ziel in deinem Leben? Ich sag mal, das größte Ziel sind eigentlich 3 Punkte oder 4 kann man auch sagen. Ich sag mal, einmal finanzielle Unabhängigkeit, Ausunabhängigkeit und Zeitunabhängigkeit. Und ich sag mal,
wie man das am besten erreichen kann, ist natürlich, wenn man alles online macht. Weil wenn du jetzt ein festes Büro hast, wo du angestellt hast, musst du eigentlich in dem Land bleiben und das alles wirtschaften. Wenn du aber online bist und deine Angestellten alles auch remote arbeiten, einmal, die können zu Hause sitzen, brauchen nicht jedes Mal dort mit dem Auto und alles herfahren, sondern können von zu Hause arbeiten und heutzutage mit Zoom, Loom und Xing und keine Ahnung, Slack, wie die alle heißen, kann man das natürlich super gut managen, wenn es denn irgendwann soweit ist. Und ich kann mir zum Beispiel denken, ach, kein Bock auf Deutschland, ich gehe in die Schweiz, oder wenn ich den keinen Bock mehr auf die Schweiz habe, nach Dubai oder keine Ahnung, da gibt es ja so viel, wo man hin kann. Und deshalb der Vorteil eines Online-Business und Zeitunabhängigkeit ist halt das. Natürlich verdient ein Fußballer auch Milliarden von Euro und richtig viel Geld, aber er hat keine Zeitunabhängigkeit und Ortsunabhängigkeit, weil er muss immer zu einem Fußballspiel hingehen, dort spielen, muss zu festen Zeiten trainieren. Und wenn man ein Online-Business hat und dort alles verdient, wie ich jetzt zum Beispiel habe mit der Medienagentur, ich kann mir zum Beispiel aussuchen, ich arbeite um 4 Uhr nachts, keine Ahnung, auf dem Schiff oder so, dafür mache ich den nächsten Tag dann frei, das kann ein Fußballer und normal Angestellter nicht, und das sind so die Ziele, und dann natürlich Familie gesund, ich gesund, aber das sind, sage ich mal so, die Standardziele. Die nächste Frage, auch sehr interessant, nimmst du Drogen? Also bisher muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch keine konsumiert und ausgetestet. Ich weiß aber, dass in meinem Alter gefühlt 80%, jetzt vielleicht nicht 80%, aber schon sehr, sehr, sehr viele da Drogen nehmen. Und ich wundere mich und muss ich ehrlich sagen immer wieder, woher man das ganze Zeug bekommt. Auch wenn man wirklich denkt, mitten in Europa, Deutschland, sollte das etwas schwieriger sein. Aber allein schon, wenn man die Doku, glaube ich, von Galeo war das angeschaut hat, wie das alles mit dem Marihuana-Business läuft, weiß man eigentlich, dass der Staat dagegen so gut wie gar nichts tut. Die nächste Frage ist, hast du eine Freundin? Ich sag mal aktuell jetzt keine feste, vielleicht so nebendran sowas wie ein normaler Freund jetzt, aber ich habe auch gar nicht vor, jetzt eine Freundin, weil ich sag mal, mein Alter frisst es nur unnötig, ist nicht unnötig, aber frisst Zeit, Emotionen. Ich sag mal, dass man sich trennt, in dem Alter ist schon relativ hoch die Wahrscheinlichkeit. Es lenkt dann einfach insgesamt ab und die Emotionen spielen halt viel mit, deswegen habe ich es in dem Alter noch nicht vor, wirklich eine zu finden, weil man sollte sich erstmal, finde ich, erstmal auf sich selber konzentrieren und dann auf jemand anderes. Die nächste Frage ist auch sehr interessant, die Meinung zu Feminismus. Ich sag mal, dass Frauen dieselben Rechte haben, Regeln und alles und insgesamt auch ungefähr gleich wie die Männer, ist natürlich klar. Falls ihr es aber mitbekommen habt, gibt es natürlich auch das Modern Feminismus. Dort geht es einfach darum, dass vor allem junge Frauen nicht mit ihrem Körper zufrieden sind, dort den ganzen Tag überlegen, sie haben zu kleine Arme, sowas, ob sie ihre Beine rasieren sollen oder sowas. Und ich muss sagen, das ist bei Männern komplett anders. Die fokussieren sich eher auf sich selber, gehen ins Gym und sowas und tun das nicht rumdiskutieren. Ja, bei mir ist nicht alles perfekt, und tun es sich gegenseitig sagen, wie geil sie aussehen, und es auf der Straße rumrufen dafür, dass sie sich dann gut fühlen. Ich sag mal, machen das Männer? Auf jeden Fall nein. Aber das ist eine andere Sache. Ein Mann kommt zum Beispiel zur Welt und muss sich selber reich machen. In der Regel, sage ich mal, außer er ist in einer reichen Familie geboren. Wenn heutzutage Frauen auf die Welt kommen, haben denke ich schon einen riesigen Vorteil, wenn die einigermaßen gut aussehen, weil durch sowas wie Instagram, OnlyFans und TikTok kann man, keine Ahnung, gibt es genügend Beispiele, Millionen und 10 Millionen von Euro täglich sogar verdienen. Ich sag mal, falls ihr bestimmte Twitch-Streamerin kennt, wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und noch was weiteres, was ich vor allem heutzutage auch extrem nervig finde und dumm einfach, wenn ein 40-jähriger Mann mit einer 22-jährigen zusammenkommt, heißt gleich, oh, wie kann er das nur machen, was ist mit denen los? Wenn es aber eine 40-jährige Frau mit dem 22-jährigen Mann zusammenkommt, dann ist es auf einmal wieder okay. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Normaler Feminismus kann man machen, Modern Feminismus geht einen Schritt zu weit, meiner Meinung nach. Aber damit auch schon zur nächsten Frage. Sind Upgrades an deinem Setup geplant? Das nächste Upgrade folgt auch schon morgen und die nächste Woche. Nämlich bekomme ich dann, oder habe ich mir gezogen, ein MacBook Pro mit einem M1 Pro. Passt ja direkt. 16 Zoll sind es. Weil ich habe umgestiegen, auf Apple steige ich um, weil es einmal im Videoschnitt mehr Sinn macht, weil einfach Apple schafft es mehr, die Software mit dem Videoschnittprogramm zu kombinieren. Vielleicht muss ich doch überlegen, steige ich auch auf Final Cut Pro um. Soll auch extrem gut sein. Das nächste Upgrade ist aber auch die Logitech MX Master 3, weil meine aktuelle Maus, die Rocket Maus, muss ich ehrlich sagen, bin ich überhaupt nicht mehr zufrieden mit. Einmal dauernd Doppelklicks, und dann, wenn man Sachen kopieren will, wenn man die Maus gedrückt hält, dann hört sie auf einmal nach einer halben Sekunde auf, geklickt zu halten. Leider sind vor 3 Monaten die 2 Jahre Rückgaberecht zu Ende gegangen, also Garantie, und ja, damit bleibe ich auf der Sitzen, aber die hat jetzt 2 Jahre einen guten Job erfüllt, auch wenn ich finde, dass eine Maus für 70 Euro eigentlich länger halten soll, aber damals, wo ich noch aktiv Minecraft gespielt habe, wurde die auch nicht so am besten behandelt. Es sind auf jeden Fall weitere Upgrades an mein Setup geplant, jetzt nicht in Kürze, sondern erst so in einem Jahr,
Weil ich sag mal, jetzt sollte man sich eher darauf fixieren, Agentur aufzubauen, YouTube-Kanal, Social Media Präsenz und insgesamt aufzubauen und nicht alles direkt neue Monitore, neuer Stuhl, neue Tastatur, neue Möbel und alles reinstecken, weil das ist einfach, bringt einem einfach für den Erfolg eigentlich nicht krass so viel, natürlich schon, aber kann man besser investieren als am Anfang. Die nächste Frage ist, was ist, wenn dein ganzer Plan nicht aufgeht? Ich sag mal, ich bin mir relativ sicher mit dem Plan, wo ich habe, dass der aufgeht, weil ich habe es auch so geplant alles, dass ich Alternativen und sowas drin habe, falls eine Sache nicht funktioniert. Ich sag mal, der Hauptpunkt ist, dass meine Social Media Präsenz funktioniert, aber falls es die nicht funktioniert, baut man sich eine andere Social Media Präsenz auf. Dann kann man zum Beispiel, wenn die Agentur nicht funktioniert, obwohl sie gerade eigentlich sehr gut läuft, muss ich sagen, vor allem für den ersten Monat und den zweiten Monat, habe ich auf jeden Fall sehr viele Sachen geplant, wie zum Beispiel kann man eine Modebrand machen, man kann mal Dropshipping austesten, da gibt es so Unmengen viel von Sachen und wenn man einfach Disziplin hat, Durchhaltevermögen und ungefähr weiß, wie das Geldsystem funktioniert, wenn jemand das Geld, Leute was kaufen oder sowas, dann ist man eigentlich safe, wenn man genug Disziplin hat, also mache ich mir da als 0% Sorgen und wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann man immer noch eine Ausbildung machen, mit den Referenzen, die man bisher hat, kann ich ja auch vorzeigen, meine Videos und alles und mich sogar mal bei einer Agentur anstellen lassen und dann halt wieder am Hamsterrad auf Normalverdienerbasis arbeiten, aber ich sag mal, ich bin mir relativ sicher, dass das alles aufgeht und ich arbeite für auch jeden Tag sehr lange. Die nächste Frage ist, wie ist es, FD zu kennen? An alle, ihr werdet es eigentlich nicht wissen, wer FD ist, vielleicht 1% meiner Zuschauer, FD, auch FunnyDev genannt, 650 Abonnenten, YouTuber, natürlich sehr krass zu kennen, fühle mich ultra gut deswegen, weil ich sag mal, da hat das nicht jeder die Chance, mit denen in Kontakt zu treten und das ist auch sehr selten, weil eigentlich nie Leute an sich ranlässt und sowas, aber ist auf jeden Fall krass, den zu kennen und ich muss sagen, ich habe dann sogar schon per Discord gesprochen. Die nächste Frage ist, was spielst du zurzeit? Zurzeit muss ich ehrlich sagen, ich spiele überhaupt gar nichts. Wenn ich bei Kollegen bei Pobox zum Beispiel bin, der wird auf jeden Fall Formel 1 mit Lenkrad gezockt. Aber irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt so 2 bis 3 Stunden zocke, egal welches Spiel, habe ich danach überhaupt keinen Bock mehr irgendwie darauf, weil ich finde, es wiederholt sich und wird dann irgendwie direkt langweilig. Und wenn ich weiß zum Beispiel, was ich erreichen will, wenn man feste Ziele und alles hat und dafür arbeitet, muss man ehrlich sagen, dass eigentlich das Arbeiten ein Spiel ist. Weil du hast jeden Tag zum Beispiel Aufgaben, 50 Leute auf LinkedIn anschreiben, keine Ahnung, 2 Shorts produzieren und sowas, setzt dir halt so Ziele und wenn du die abarbeitest, ist es eigentlich so wie Daily Achievements in einem Game und deswegen finde ich eigentlich, macht das eigentlich noch mehr Spaß, als so Spiele zu spielen, aber ich sag mal, da muss man erstmal reinkommen, dass man das so sieht wie ich, weil ich sag mal, ich glaube, die meisten von euch denken jetzt, was ist denn mit dem passiert? Die nächste Frage ist, wie ist es so, nicht mehr in die Schule zu gehen? Ich sag mal, erstmal eigentlich schon krass, wenn man denkt, so dass 99,8% in meinem Alter zur Schule gehen oder Ausbildung und dass man einfach eine Sondergenehmigung da hat, ist auf jeden Fall schon ein krasses Gefühl, dass das einem so insgesamt auch vom Staat an dieser Stelle ermöglicht wird. Aber ja, ich sag mal, man hat sich auch wieder relativ schnell dran gewöhnt, wie an alle Sachen. Die erste Woche war es noch relativ besonders, aber gerade fühlt sich das noch so an wie verlängerte Sommerferien, aber so langsam merke ich auch, dass ich jetzt da nie wieder hingehen werde, aber man sieht es mit der Zeit, wie sich das entwickelt. Die nächste Frage passt doch wieder dazu, was hast du gegen das Schulsystem? So ähnlich habe ich das vorhin schon erwähnt. Einmal, ich habe es gegen das Schulsystem, dass sie dir sowas von viel Schwachsinn lernen. Ich sag mal, wenn man ab der 7. Klasse nicht mehr in die Schule geht, kann man eigentlich ganz normal leben. Weil ich sag mal, in der Schule, du kriegst nicht gelernt, wie man mit Steuern umgeht, Unternehmen gründet, Unternehmertum, Finanzen, wie das Geldsystem gescheit funktioniert. Und ich meine, ich bin jetzt war in der 11. Klasse und in der ersten Woche habe ich in WBS gelernt, was Einnahmen und Ausgaben sind. Und ich glaube, das weiß eigentlich gefühlt jeder, der auf einer weiterführenden Schule ist, was es ist. Und einfach, für was brauche ich Satzes Pythagoras? Vielleicht, für was muss ich wissen, wie eine Kuh gefühlt aufgebaut ist oder sowas oder keine Ahnung, Chemie, irgendwelche Sachen. Ich finde, es sollte so sein, nach der Grundschule, das machen noch alle gemeinsam, weil das so die Grundinhalte sind und danach geht schon direkt so gesehen auf eine Fachhochschule, weil dann lernt man wirklich was zu dem Fach, wo man hin will und nicht Allgemeinbildung und so ein Dreck und sowas, dass man erst nach dem Abitur, nach der 12., 13. Klasse dann wirklich auf einem Studium geht und das dauert einfach unnötig lang und ich sag mal, bei mir ist es vor allem so, das Gute ist, dass man für meinen Beruf und was ich mache, kein Studium braucht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Grafikdesign studiert, dann weiß man danach die theoretischen Sachen, hat dann vielleicht ein bisschen Praxis gemacht. Jemand aber, der, sag ich mal, seit, wenn er in der 9. Klasse aufhört und dann genauso lang auch im Grafikdesign jeden Tag wirklich durchgehend lernt und sich da informiert und alles, ist nach den 8 Jahren oder sowas, wenn man Abitur im Studium mitrechnet,
deutlich weiter als die Grafikdesignerin, die denn studiert hat, weil einfach die eigene Erfahrung hat, sich das selber beibringt und nicht nur nach Plan lernt, der eh schon veraltet ist. Und was ich ehrlich sagen muss, der größte Witz ist, wenn man Social Media studiert, weil ich sag mir, ihr merkt es ja, wie digital ist Deutschland, wir bezahlen immer noch zu 80% mit Bargeld und alles, man braucht für alles irgendwelche scheiß Papiere und die wollen dann beibringen, wie man Social Media managt und alles studiert, obwohl das so ein Prozess ist, der sich jedes halbes Jahr verändert, weil immer die Algorithmen und alles neu werden, neue Funktionen kamen. Und sag mir mal einen, der Social Media macht, der das studiert hat und damit erfolgreich ist. Ich sag mal, ich kenne keinen. Die nächste Frage ist, für wen bist du bei der WM? Gerade eben, bevor ich das aufgenommen habe, ist sie zu Ende gegangen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass Argentinien gewonnen hat, weil ich bin nicht so der Fan davon, wenn irgendwie ein Weltmeister zweimal hintereinander gewinnt, weil ich bin nur Bayern-Fan, aber hoffe auch, dass mal jemand anderes gewinnt, weil 10 Jahre hintereinander, da wird die Bundesliga sowas von langweilig. Für wen ich auf jeden Fall in der WM war, auf den habe ich auch gesetzt, natürlich nicht mit Geld, weil ich keine 18 bin, ist auf jeden Fall die Schweiz, haben es sogar relativ weit geschafft, aber da sind doch ein bisschen gefehlt an Skill. Als nächstes habe ich dann noch irgendwie aus Spaß so gesagt, ja, Schweiz gegen Saudi-Arabien in dem Finalspiel, aber daraus wird beides nichts. Wenn ich sagen muss, dass ich eigentlich so Schweiz und Marokko, wo die weiterkam, muss ich sagen, war ich eigentlich auch ein Fan davon. Die nächste Frage ist, kann man dich treffen? Ich sag mal, ich habe es eigentlich nie wirklich vor, so Fantreffen oder sowas zu machen, weil ich sag mal, wenn jetzt jemand auf der Straße zu mir kommt, hi, sagt oder so, sag ja auch zurück, hi, aber muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, denn irgendwie dann eine Stunde lang rumzuquatschen oder sowas. Weil ich mache das lieber mit so Leuten, die ich schon etwas näher kenne und alles drum und dran. Und Fantreffen, vielleicht wird mal irgendwann eins veranstaltet. Vielleicht bin ich irgendwann mal auf der Gamescom oder sowas, aber bis jetzt ist ehrlich gesagt nichts geplant. Und ich sag jetzt auch nicht, hier heute stehe ich um 18 Uhr in Berlin in Stadtmitte oder sowas. Darauf muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht so ultra Lust. Vor allem kann es ja auch passieren, dass dann am Ende gar keiner kommt und ja. Die nächste Frage wäre dann, wie lange arbeitest du am Tag? Ich sag mal, gerade ist es enorm viel. Es sind ungefähr 6 bis 7 Tage die Woche, wirklich 14 bis 15 Stunden. Natürlich, wenn ich mich jetzt mit Kollegen treffe, ist es dann am einen Tag nur 10 Stunden, aber eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin und wach bin und gerade nichts anderes mache mit Kollegen oder sowas oder esse, dann wird eigentlich durchgehend gearbeitet, weil es einfach Spaß macht, man sieht einen durchgehenden Fortschritt, man weiß, wofür man arbeitet, man will Ziele erreichen und alles. Und auf jeden Fall die Ziele nächstes Jahr. Darüber werde ich dann auch noch ein Video machen, sind extrem hoch gesetzt. Ich sag mal, ich kenne keinen anderen 17-Jährigen in Deutschland, der das bisher dann erreicht hat, weil ich bin ja dann 17 nächstes Jahr. Und deswegen arbeite ich gerade 15 Stunden am Tag. Dazu muss man auch sagen, mit den Einnahmen, die ich gerade erziele, ist es kein guter Stundenlohn, aber gerade ist erstmal da, einen Kundenstamm aufzubauen, insgesamt so einen Stamm aufzubauen mit Kollegen und insgesamt so Geschäftspartnern. Denn die Strukturen immer in einer Agentur aufzubauen, ich sag mal so, die ersten 2 Monate kann eigentlich jeder Unternehmensbesitzer und alle sagen, da hat eigentlich niemand wirklich, außer der enorm viel Glück, hat eigentlich da wirklich was erreicht. Genauso wird YouTube gerade aufgebaut. Also gerade ist es wirklich wenig von Stundenlohn, wenn man runterrechnet, aber das wird immer mehr, weil bei mir ist es sowas nicht, was ich alles mache, dass es konstant bleibt, wie bei einer festen Arbeit und man vielleicht alle 3 Jahre mal einen 50 Cent mehr die Stunde bekommt, sondern das wird jeden Monat exponentiell steigert sich das. Und es kann sein, dass das im einen Monat 5 Euro die Stunde sind, im nächsten 10, dann direkt 30 und so ist es einfach. Das ist halt, finde ich, so das Gute am Online-Business und man ist für den Wachstum wirklich eigentlich 100% selber verantwortlich, wie man das alles managt. Natürlich macht man Fehler, aber daraus lernt man und da auch wieder ein Problem von der Schule, die bringt eigentlich bei, dass Fehler schlecht sind. Allein schon mit dem Notensystem, dass du immer unter Druck gesetzt wirst und da gute Noten erreichen musst, obwohl, wenn wir ehrlich sind, bis zur 13. Klasse eigentlich die Noten sowas von scheißegal sind, außer welche du halt im Endeffekt ein Abitur hast, weil wer fragt dich am Ende, was hattest du in der 5. Klasse in Deutsch? Niemand. Die nächste Frage ist, typische Angewohnheiten von dir. Ich sag mal, eine typische Angewohnheit von mir ist eigentlich, dass ich, wenn ich nicht krank bin, also nicht so wie die letzten 2 Wochen, dass ich kalt dusche, weil ich finde einfach, das ist extrem geil, wenn man da unter die Dusche geht und danach ist der Kopf auch wieder komplett frei und alles. Eine weitere Angewohnheit von mir ist, dass ich immer nach dem Aufstehen 15 Liegestützen mache. Und da auch gerade eine witzige Story, nämlich waren wir dieses Jahr im Urlaub. Da waren wir in den USA in San Francisco angekommen. Einen Tag später kam dann auch mein Onkel an, weil der hat verkackt beim Wester oder Visa ist das, glaube ich. Was man für die USA-Einreise braucht, hat er verkackt, seine Sachen anzugeben und hat bei seinem Geburtsort seinen aktuellen Wohnort angegeben. Deswegen mussten wir den am nächsten Tag abholen. Denn Lage ist, saß ich da bei der Autovermietung auch und hab gewartet, bis sie das Auto so holen. Und dann war ich so müde, hab noch ein paar Jeremy Fragrance Videos geschaut, war so müde und bin dann nur eingeschlafen. Lag dann so ungefähr
auf mein Handy drauf. Da werde ich halt von meinem Vater und meinem Onkel geweckt. Und direkt so, weil es in meinem Gehirn so abprogrammiert war, bin ich dann direkt aufgestanden, habe da Liegestützen rausgeballert. Ich sag mal, aber eigentlich ist es ja gut, wenn man das sich so krass angewöhnt hat, dass es so automatisch passiert. Weitere Angewohnheiten sind halt einfach, dass ich Tage und alles vorplane, aber das sind es eigentlich keine wirklich außergewöhnlichen, würde ich jetzt so sagen, dabei. Das nächste ist auch wieder eine gute Frage. Wie oft wird bei dir das beste Stück in der Woche gewaschen? Ich sag mal, gerade eigentlich schon gesagt, wenn man kalt duscht, natürlich auch, also jeden Tag. Die nächste Frage ist, gehst du auf Partys? Aktuell eigentlich so gut wie gar nicht. Ich wasche jetzt schon auf, keine Ahnung, 2, 3, waren es wirklich richtig, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so krass, ist nicht. Hast mir krasser vorgestellt, vielleicht wenn man 18 ist, wenn man mehr darf und alles, ist es vielleicht geiler, aber so jetzt finde ich es eigentlich relativ langweilig, so in der Kälte, vor allem jetzt noch draußen rumzustehen, da ein Bier in sich reinzukippen. Und da sitze ich lieber, sage ich mal, zu Hause, tu vielleicht per Discord mit ein paar Kollegen telefoniert oder sowas und mach dann halt meine Sachen oder übernachten und sowas, finde ich eigentlich viel geiler, als hier eigentlich unnötig paar hundert am Wochenende rauszuhauen für Alkohol und Drogen und Zigaretten und sowas. Die nächste Frage ist, hast du mal vor auszuwandern? Ich sag mal, hier kann ich das eigentlich mit einem ganz klaren Ja beantworten, weil ich sag mal, Deutschland hat was gegen reiche Leute, kann man fast sagen, gegen jeden, der sich ein bisschen mehr anstrengt. Ich sag mal, Deutschland unterstützt Arbeitslose, Mittelschichtpersonen, aber kaum gründet jemand sein eigenes Unternehmen, werden dann so viele Steine in den Weg gestellt. Allein schon, überlegt euch mal, mit 15, 16 seid ihr so kreativ, motivationsvoll und wollt ein Unternehmen gründen. Was macht Deutschland? Ihr müsst erstmal zum Familiengericht gehen, dort einen Antrag stellen, dass ihr überhaupt geschäftsfähig sein könnt unter 18 Jahren. Der wird aber, so viel ich gehört habe, in 95% der Fälle abgelehnt, weil man meistens davor eine enorme Erfahrung braucht, die so 3 bis 4 Jahre betragen sollte. Also wenn ihr diese nicht habt, habt ihr eigentlich gefühlt eh schon verloren beim deutschen Staat. Dann kostet natürlich die Genehmigung alles noch Unmengen von Geld. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel das waren. Denn zusätzlich habt ihr natürlich die Schule und die könnt ihr auf gar keinen Fall aussetzen, eigentlich gefühlt, sage ich mal, in Deutschland, weil so sagt das einfach das Gesetz. Und wenn ihr aufhören wollt, müsst ihr eh noch eine Ausbildung machen, bis ihr 18 seid. Ich sag mal, allein schon deswegen, der nächste Grund ist aber viel entscheidender, nämlich die Steuergesetze. Die meisten werden sich schon denken, aber wenn ihr einen bestimmten Betrag erreicht, ich weiß gerade nicht, wie viele es genau sind, weil ich bin noch nicht, aber muss man 60% Steuern zahlen. Und was wird mit diesen Steuern gemacht? Ich sag mal, ich habe es in den letzten paar Jahren nicht so viel gesehen, außer dass random einfach Geld raus verschenkt wird, unnötige Sachen einfach gebaut werden, alles für unnötige Sachen Geld ausgegeben. Genauso, habt ihr vor kurzem gehört, dass Scholz mit durch Spanien, also durch Frankreich, durch nach Spanien, von Deutschland nach Spanien eine Pipeline bauen wollte. Und wie viel Öl gibt es in den zwei Ländern? So gut wie gar nichts. Zum Glück gibt es noch Frankreich, die da was dagegen haben, aber insgesamt habt ihr, glaube ich, schon oft genug gehört, dass das Steuergesetz und insgesamt Bürokratie in Deutschland einfach sowas von für den Arsch ist. Ich sag mal, das erste Land, wo wirklich da mir in den Sinn kommt, ist die Schweiz. Die haben eine saumäßig stabile Wirtschaft, sind unabhängig, nette Menschen einfach, merkt man doch, wenn man drüben ist. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass in Deutschland eine extreme Neidgesellschaft ist. Ich sag mal, du wirst erstmal eigentlich nur auf dein Alter reduziert, weil wenn du auf der Straße rumläufst und du, sag ich mal, jung bist und ich sag mal jetzt leichte Markenklopfenmotten vielleicht anders, denken eigentlich 95% direkt, ja, das ist fake. Die kaufen dir auch nicht wirklich ab, dass du schon was erreichen kannst oder willst zum Beispiel, weil sie sich einfach als Ältere über dir automatisch schon stellen. Der nächste Grund ist auch, dass es eine extreme Neidgesellschaft ist. Habe ich auch schon auf Stories gehört, habe ich jetzt selber natürlich noch nicht mitbekommen mit 16 Jahren, dass jemand seine Mercedes S-Klasse irgendwo parkt, weil er ein Meeting hat und kaum kommt er wieder raus, ist dann ein Kratzer drin, weil er dann irgendwelche oder sowas gibt, die da dann mit dem Schlüssel dir einen Kratzer reinhauen, weil sie neidisch sind. Und kaum hast du irgendwie Geld, wirst du von allen belächelt, ja, du hast eh nur Glück. Ich sag mal, es sind natürlich nicht alle, aber ein sehr großer Teil und das ist auch ein Grund. Und in der Schweiz und vor allem auch in den USA sagt man so, ja krass, dass du es geschafft hast, ich will selber was erreichen, wie hast du das gemacht und sowas. Aber ich sag mal, USA will ich jetzt auch nicht auswandern, weil die ganz und gar nicht unabhängig sind und das Wirtschaftssystem und alles und Bildungssystem auch nicht wirklich gerade vorteilhaft ist, deswegen die Schweiz. Die letzte Frage für heute ist, zahlst du Steuern? Natürlich zahle ich Steuern, sonst wäre das alles nicht möglich, denn du setzt dich schon längst im Knast, weil das Finanzamt will natürlich auch immer teilhaben, mal weniger, mal mehr. Deswegen muss man darauf achten, dass der Gewinn so gut wie bei Null ist. Sehr traurig eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass man wirklich keinen Gewinn machen sollte, sich Rücklagen aufbauen, weil der Staat dann ganz viel Geld von dir weggreift und sowas.
Gerade bei mir sind es, glaube ich, würde ich Gewinn machen. Wahrscheinlich denke ich gerade 30-40%. Denn natürlich noch 19% Mehrwertsteuern, aber die kriegt man ja bei anderen Produkten wieder. Also die sind das nicht so schlimm, aber natürlich zahle ich Steuern, sonst könnte ich kein Unternehmen aufmachen. Hab natürlich auch Steuer-ID und alles und drum und dran. Aber ich sag mal, das war's noch schon mit dem Q&A, Fragen und Antworten Video von heute. Ich freue mich schon auf das nächste. Waren, muss ich ehrlich sagen, viele spannende Fragen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das ging. Vielleicht 20, 30 Minuten. War auf jeden Fall sehr geil. Und falls ihr noch Fragen habt, stellt ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht werde ich dann die ein oder andere beantworten. Ihr könnt auch gerne schreiben, falls ihr zu manchen Fragen irgendwie andere Meinungen oder so habt. Aber das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video von heute. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.